Also hier sehen wir die verschiedenen Varianten, die es heute gibt in der Schulinformatik. Und das ist natürlich sehr gut, wenn wir uns da mal etwas Gedanken machen, um entsprechend mal zu überlegen, ja, könnte man etwas lernen aus diesen mehr oder weniger erfolgreichen Hardware-Entscheiden. Ich habe dann eben mal versucht, ja, was gibt es überhaupt für Varianten, für Kombinationsmöglichkeiten. Ich bin jetzt mal einfach auf diese vier gekommen. Vielleicht gibt es noch weitere, das werden wir dann in der Diskussion sehen. Also A, das ist der Lernstick. Ronny, du bist ja zugeschaltet. Ganz kurz, was ist der Lernstick? Ja, der Lernstick ist eine mobile Lern- und Arbeitsumgebung, die man auf handelsüblichen USB-Sticks installieren kann. Und das ist ein sogenanntes Live-System. Das heißt, man muss das nicht auf den Festplatten irgendwie der Geräte oder auf den SSDs der Geräte installieren. Man kann das reinstecken in die Rechner, kann die Rechner davon booten. Es gibt eine automatische Hardwareerkennung, die in, ich sage mal so, in den allermeisten Fällen gut funktioniert. Und dann kann man praktisch jedes Gerät durch Booten von dem Stick zu seinem eigenen Gerät machen. Und man kann es eben auch für Bring-Your-Own-Device-Prüfungen verwenden. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden kommen mit ihrem eigenen Notebook und führen die Prüfung dann mit dem eigenen Gerät durch. Das mal ganz kurz zusammengefasst, was das eigentlich ist. Super, vielen Dank. Danke, Ronny, dass du da kurz eine Einführung gegeben hast, eben aus Gründen der Unabhängigkeit oder der Transparenz möchte ich sagen, der Lernstick wird bei uns an der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit quasi angeboten. Also wenn eine Schule, eine Uni diesen Lernstick beziehen will, können sie mit der Uni Bern einen Vertrag abschließen und Ronny und sein Team wird dann entsprechend auch die Lernstick-Angebote vor Ort, wie auch immer, umsetzen. Dann die zweite, also auf lernstick.ch seht ihr entsprechend viele weitere Informationen dazu. Vielen Dank. Dann das zweite Modell, die zweite Variante sind die Tablets. Tablets eben, das können Android oder iPads sein, mit Stift und Tastatur, wie beispielsweise in der Stadt Bern. Der Elias Meyer ist da. Kannst du kurz Hallo, guten Morgen. Hallo, sehr gut, super, klappt das. Du bist ja in diesem Projekt involviert. Kannst du ganz kurz sagen, wie sind in der Stadt Bern diese iPads verwendet oder wie werden die eingesetzt? Genau, wir hatten ja durch den Einstieg von Ihnen, Herr Stürmer, konnten wir sehen, dass die Stadt Bern diese Tablets so ausgeschrieben hat. Das Mengenvolumen haben wir auch gesehen. Wir haben heute rund 1400 iPads für die Lehrpersonen im Einsatz und rund 6500 Tablets für die Schülerinnen und Schüler. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist ein bisschen höher. Da sind wir bei ungefähr gut 10.000. Und es ist so, dass wir im Zyklus 1, also Kindergarten bis 2. Klasse, da gibt es pro 4 Schüler ein iPad. Von der 3. bis 6. Klasse, da haben wir für 2 Schülerinnen und Schüler ein iPad. Und dann im Zyklus 3, also in der Oberstufe 7. bis 9. Klasse, da hat jede Schülerin und Schüler sein eigenes iPad. Und wir haben da die Version der Shared iPads von Apple haben wir da eingesetzt. Also sprich, ein Tablet kann von sämtlichen Schülerinnen und Schülern mit einem Login verwendet werden und hat dann da die entsprechenden Apps, die diese Schülerinnen und Schüler verwenden sollen und dürfen. Die sind dann entsprechend auf diesen Tablets verfügbar. Super, vielen Dank für den kurzen Überblick. Ihr habt ja da sehr viele Erfahrungen gesammelt, nehme ich an, und entsprechend Learnings gezogen. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr da noch in der Session seid, was ihr da für Schlussfolgerungen ziehen könnt. Vielen Dank für den kurzen Input. Dann gibt es weitere Varianten. Den Laptop, der klassische Windows-Laptop, wie er täglich ausgeschrieben wird auf CIMAP oder wo auch immer. Der gemeine Windows-Laptop, könnte man schon fast sagen. Es gibt noch die abgewandelte Variante, der Convertible, also quasi das Auto mit dem Dach, das sich da schiebt, oder eben der Touchscreen in dem Sinn. Ja, das wäre so der bekannte Laptop. Und dann gibt es noch die Variante des Chromebooks, so dass das ganze Google-Universum, kleiner Laptop mit dem Google Chrome-Betriebssystem, in dem Sinn, genau,
Basil fragt berechtigterweise, wieso Windows-Laptop? Eben, das wäre ein bisschen so stereotypisch, der gemeine Windows-Laptop, weil, wie gesagt, wenn man auf CIMAP schaut, ist es eigentlich praktisch immer Windows, das da beschafft wird. Wie gesagt, das ist einfach nur als Idee, da gibt es unterschiedliche Varianten, auch bei den Tablets, genau, auch bei den Tablets gibt es natürlich Android-Tablets und Linux-Laptops, genau. Das sehen wir nachher in der Diskussion. Vielen Dank, aber super, dass ihr euch da rückmeldet, das macht das Ganze auch für mich etwas unterhaltsamer. Jetzt eben ist die Frage, wie sieht es in der Realität aus? Ich habe mal ein bisschen recherchiert auf unserem Tool IntelliProcure.ch, kann man ganz viele 16.000 öffentliche Beschaffungen recherchieren und auch die Unterlagen herunterladen. Ich habe sie für euch auch alle in ein großes ZIP-File geladen. Ihr könnt sie unter Download, unter diesem Link, also wenn ihr die Folien heruntergeladen habt und auf diesen Link klickt, könnt ihr auch diese Ausschreibung lesen. Ich habe es nur kurz angeschaut. Oder hier läuft aktuell die Ausschreibung der Schulinformatik Stadt Biel. Das ist, die nennt sich Diana. Und da beschaffen sie nicht nur Tablets oder Laptops oder iPads, sondern gleich alles miteinander. Ihr seht hier, 3800 Geräte sollen beschafft werden. Eben hier so das gemeine Windows-Laptop mit Windows-Tablet und Windows-Desktop und iPads. Also als Nebenbemerkung nicht so ideal, wenn man die Produkte schon vorgibt, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, hier mal eine Variante der Stadt Biel. Dann eine andere Variante, die ich gefunden habe, Schulinformatik Gemeinde Oberäggeri. Die haben sich ein paar Dutzend Laptops gekauft und aber auch mieten gewisse Geräte. Also nochmal ein anderes Modell. Zuschlag an ARP Schweiz für 290.000. Auch noch interessant. Auch diese Informatikausschreibung ist in Unterlagen enthalten. Oder noch ein anderes Beispiel hier von den Gemeinden Bellach, Lemiswil und Selzach, Belo-See, Schulkreis. Auch hier wieder eine lange Liste von Geräten. Und lustigerweise eben hier diese Convertible, also das quasi das Auto mit dem verschiebbaren Dach oder eben der umklappbare Laptop. Also hier einfach ein paar Beispiele aus der aktuellen Realität. So läuft es in der Schweiz, so werden Millionen von Franken in Schulinformatik-Hardware investiert. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht eine systematische Studie gemacht. Was ich gerne möchte heute Morgen ist, mit euch zusammen schauen, gibt es die Möglichkeit, einfach mal einen ersten Schritt, eine Systematisierung zu tun. Also sprich, könnte es gelingen, dass wir jetzt in dieser Session gemeinsam so eine Tabelle entwickeln, wo man diese vier Modelle, diese vier Varianten innerhalb dieser Sessions dann entsprechend etwas versuchen zu kategorisieren. Und ich habe jetzt einfach mal hier meine Meinung hingeschrieben, meine Erfahrung. Ich habe nicht so viel Erfahrung, muss ich gestehen, beziehungsweise ich bin ja noch nie selber entsprechend Projektleiter gewesen. Ich habe es immer nur anekdotisch gehört oder von meinen eigenen Kindern, die mehr oder weniger zufrieden sind mit diesen iPads und so weiter, gehört. Und da ist von dem her einfach mal die Frage, ja, könnte man quasi ganz simpel vertikal die einzelnen Hardware-Varianten hinschreiben und dann horizontal sinnvolle Kriterien wählen. Ich habe jetzt mal ein paar Kriterien hingeschrieben, das ist logischerweise gibt es noch ganz andere Kriterien, und da einfach mal so meine Meinung, meine sehr subjektive, selektive Wahrnehmung der Realität hingeschrieben. Und das wäre jetzt quasi die Aufgabe. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich schicke euch jetzt mal diesen Link. Versucht doch mal, das Ding zu öffnen und schaut mal, was kommt jetzt da raus. Ihr solltet auf unseren Nextcloud-Server kommen. Das klappt schon mal. Jedenfalls bei mir klappt das bei allen soweit. Akzeptanz bei den Eltern, ja, sehr guter Punkt. Merci Roman, schreib doch das auch gleich rein. Jetzt haben wir ein großes Dokument. Ihr öffnet am besten jetzt mal dieses eine Office-Dokument, diese eine PowerPoint, böse PowerPoint-Präsentation und könnt dort schauen, wie entsprechend dieses Dokument
quasi live jetzt auch editiert werden kann. Ich sehe gerade, es sind schon 13, 14 Leute eingeloggt, also es scheint zu klappen. Ha, noch ein Experiment, das funktioniert. Gut, jetzt die Aufgabe in den nächsten halben Stunden oder sagen wir 20 Minuten ist, überlegt euch eben, wo würdet ihr entsprechend diese Sachen einkategorisieren? Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ihr könnt auch eigene Fragen euch überlegen. Ich glaube, es ist klar, um was es geht. Ich mache jetzt das nächste Experiment auf und das sind diese Breakout-Räume. Wir sind 28 Teilnehmer, das ist jetzt schon mal eindrücklich. Wie viele Räume machen wir? Vielleicht so sechs, sieben Räume und zufällig anordnen. Und jetzt schauen wir mal. So, mal schauen, ob das klappt. Und jetzt könnt ihr in die Räume wechseln und dort die Tabelle ausfüllen. Wir haben jetzt quasi, wie viele Räume haben wir jetzt gesagt? Oh je, jetzt wird es kompliziert. Sechs Räume, also wir haben sechs Räume. Raum 1, Christina Kobel, Matthias Baran, Pascal Gutknecht. Raum 2 und so weiter. Und ihr habt jetzt je eine Folie. Ich muss jetzt noch zwei Folien machen. Das einfach. Ups, das ist nicht gut. Also, ich würde sagen, wir legen los. Ich schließe jetzt mein Mikrofon und komme einfach in die Gruppen rein, hören und hoffe, das klappt alles so reibungslos, wie es bis jetzt schon geklappt hat. Ja, Gruppe 5 kriegt noch eine Slide. Also, wir treffen uns so um 10 nach und schreibt doch einfach in diese Tabellen rein, was ihr herausgefunden habt in eurer Gruppe. Bis gleich. Konntet ihr diskutieren? Ich habe ein bisschen reinhören können. Es lief doch in einigen Räumen eine ziemlich angeregte Diskussion. Ja, ich habe versucht, ein bisschen zu moderieren. Wir haben eine etwas längere Vorstellungsrunde nochmal gemacht. Vielleicht zusammengefasst, was so die Bedürfnisse sind. Da haben wir uns relativ intensiv noch ausgetauscht. Also in vielen Schulen ist das Touchpad ein Bedürfnis. Es hat sich herausgestellt, dass eine Stiftbedienung tatsächlich vorteilhaft ist. Es ist in vielen Schulen dann im Nicht-Primarschulbereich, sondern im höheren Bereich. Auch so bei der Erwachsenenbildung ist BYOD ein ganz großes Thema, also Bring Your Own Device. Und dort wirklich wild gemischt von alten Geräten, neuen Geräten, Macs, normale Standardgeräte. Und ja, das war dann in der Kürze der Zeit das, was wir diskutiert haben. Sorry, da war dann nicht mehr, wir haben nicht mehr Zeit gehabt, um viel reinzuschreiben. Sorry. Ja, genau, es ist das Ganze ist ein bisschen zu knapp bemessen, stelle ich fest. Also Fazit. Sag doch nochmal schnell zwei Worte. Stift sind für, also Ja. Stifte. Also Touchpad-Stift für die Primarschul für den Primarschulbereich auf jeden Fall. Und in den höheren Stufen ist tatsächlich die physische Tastatur wichtig und Bring Your Own Device. Gibt es von der Bring Your Own Device Idee, gibt es da irgendwelche Learnings? Weil ehrlich gesagt habe ich das noch nie richtig so in der Praxis gesehen. Also Also wir hatten nur die vielleicht. Rückmeldung, dass es wahnsinnig heterogen ist einfach. Ja. Ja. Ich habe vielleicht noch einen Hinweis dazu. Ich habe es bei mir oft, dieses Bring Your Own Device. Und dann schaue ich immer auf Alternative to Net, schaue ich, dass ich Software vorschlage, die es für alle drei Betriebssysteme gibt, also für Linux, Windows und auch Macintosh. Dann kann ich, wie zum Beispiel, wenn ich dann ein Erklärvideo mache, muss ich das nicht für Mac und für Windows und für Linux machen, sondern ich kann eine Software nehmen, zum Beispiel den GIMP, wenn es Bildbearbeitung ist und der geht dann überall. Das einzige Problem, was man dann immer noch hat, ist, sind Leute, die ausschließlich auf dem Tablet arbeiten wollen. Da gibt es dann wieder die Software, es gibt meistens nicht Software, die es auch noch für Android und iOS sehr ähnlich gäbe. Das heißt, da muss man halt doch mal nochmal eine andere Strategie fahren und vielleicht sagen, ich versuche eine App zu finden, die es für Android und iOS gibt und da halt dann die Anleitung dafür zu machen. Und Bernhard Suter hat noch zum Thema Chromebooks was erzählt, dass dort demnächst noch in der Schweiz wahrscheinlich es weitere Möglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du noch mal, Bernhard, das in ein paar Worten zusammenfassen. Bernhard? Ah, Bernhard ist nur mit Kopfhörern da. Aha, ja, dann muss Also, ich. kurz noch, vielleicht dann mit meinen Worten, ich kann das sicherlich nicht so schön zusammenfassen wie der Bernhard selbst.
Die Chromebooks sind halt im US-amerikanischen Markt sehr beliebt. Da gibt es auch weniger Datenschutzbedenken und der Datenschutz ist auch das Problem in Europa dann, oder eigentlich ja kein Problem, eigentlich ist es ja löblich, dass wir in Europa etwas höhere Standards an den Datenschutz legen. Aber da wird dann sicherlich auch im Zusammenhang mit den Chromebooks demnächst was passieren. Aber wie gesagt, da hat jetzt Bernhard die Details. Genau. Kannst du dich einklicken oder geht das nicht gut? Ja. Sonst machen wir mal weiter. Und Bernhard, wenn du nachher noch was sagen kannst, dann umso besser. Vielen Dank, Ronny und Martin, für eure Inputs. Dann, wen hatten wir noch in der Gruppe? Die nächste Gruppe wäre die Gruppe 4, Basil Stotz, Markus Bertet. Ah, Bernhard ist da, ja, super, Ja, Bernhard. okay. Das Switching vom Kopfhörer zum Mikrofon ist ein Umständen. Also ich habe eigentlich auch keine Details. Also es geht eigentlich um die ganze Frage, ob G Suite for Education, also Google Classroom, die Google Online-Plattform in Schulen benutzt werden darf. Und ich weiß eigentlich auch nicht, was der Zustand ist. Also das Letzte, was ich gesehen habe, dass die Datenschützer sagen Nein. Und ohne das ist, also das Chromebook-Produkt ist natürlich am interessantesten in Verbindung mit, sagen wir, G Suite for Education und Google Classroom. Man könnte das vermutlich ohne einsetzen, aber ich habe noch nie eigentlich jemanden gesehen, der das gemacht hat. Ja, gut, ja, vielen Dank für deine Antwort. Das ist doch mal spannend. Dann weitere Rückmeldungen. Ich habe eben gesehen, die Gruppe, also wo waren wir jetzt? Gruppe 4, genau. Ihr habt auf der Folie einiges dargestellt. Kann das kurz jemand vielleicht erläutern? Ja, wir haben vor allem über Tablets geredet, dass es im Zyklus 1 die Akzeptanz wirklich höher ist und dass es bei den älteren Schülern primär Oberstufe eigentlich nicht so drauf ankommt. Martina, darf ich ganz kurz reingrätschen? Wir haben Gäste aus dem Nichtschweizer Raum. Oh, Entschuldigung, genau. ja, wir haben über Tablets gesprochen, dass das bei Zyklus 1 eher benutzt und auch akzeptierter ist. Weil es auch mobiler ist und leichter zum Herumtragen, weil die Schüler noch eher unterwegs sind. Und dass es bei den etwas älteren Schülern eigentlich wirklich nicht so eine große Rolle spielt, ob welches Betriebssystem und welches Gerät, dass die da sehr flexibel sind. Was war noch? Ja, dass wenn man halt mal bei Apple landet, dass das einfach das geschlossene Universum ist und dann sehr unflexibel ist. Ja, wir haben noch eine Zusatzfolie, da steht das drin. Ja, genau, habe ich gesehen. Was kann man mit der Hardware auch lernen? Das war die Frage von Monika, genau. Ja, eben das, da ist man auch flexibel, außer eben, wenn man bei Apple sich auf Apple fixiert, dann ist man dort auch wieder eingeschränkt. Sehr gut, merci vielmals. Monika, du hast noch Gedanken zum Bring Your Own Device? Ja, genau. Also ich komme aus dem Hochschulumfeld und in der Hochschule ist natürlich ganz klar, dass man sein eigenes Device bringt. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch entsprechende Software-Kiosks, nennt man das, oder? Wo dann die Studierenden oder auch die Dozierenden die entsprechende Software herunterladen können. Und damit ist man natürlich eingeschränkt eigentlich, aber kombiniert dann mit dem Stick wäre das natürlich auch wieder, wenn ich ein nicht gemanagtes Gerät habe oder ein gemanagtes Gerät, Entschuldigung, dann kann ich eigene Software dort auf dem Stick trotzdem nutzen. Also, wenn du da Forschungsarbeit machen möchtest, lohnt es sich sicher auch noch, an die Hochschulen zu gehen und zu schauen, wie die dort umgehen mit diesen eben Bring Your Own Device. Ja, genau, also das haben wir an der Uni Bern natürlich in dem Sinn implizit, weil jeder muss selber schauen, dass er einen Laptop oder so hat.
Aber ich finde, es ist eben nicht so wahnsinnig strategisch im Sinne von, macht es so und so, sondern es ist irgendwie, schaut einfach selber. Das ist so das, die Strategie von der Uni Bern auf jeden Fall. Ja, vielleicht kann ich da ganz kurz ergänzen. Mhm. Wir haben auch an der Hochschule ja genau das Problem, eine unglaubliche Heterogenität bei den privaten Geräten, und man will ab Tag 1 unterrichten. Und ich habe auch den Unterricht jetzt mit dem Lernstick gemacht und spare dadurch 2 Tage Support und Installationsaufwand, weil die haben alle Studierenden haben praktisch die gleiche Umgebung, obwohl sie eine komplett heterogene Hardware unten drunter haben. Also das so als kleiner Tipp, das geht tatsächlich und das spart auch Zeit, aber man ist halt dann eben auf ein Linux-System beschränkt, wenn man das als Beschränkung sieht. Mhm. Das ist natürlich auch spannend. Eigentlich ist ja das fast wie eigentlich eine fünfte Variante von diesen 4, könnte man sagen, bring your own device, jeder kauft sich sein eigenes Gerät, aber ja, ist wahrscheinlich gerade im Grundschul-, also im Volksschullevel wahrscheinlich nicht ganz realistisch. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Rückmeldungen von Raum 6? Da war Elias Meyer, Johanna Gschwend, René Schwarzinger. Ja, hallo. Wir haben uns kurz auch noch dann ausgetauscht über die Akzeptanz bei Lehrkräften, bei Schülern, bei Eltern. Das war jetzt nicht in der Folie drin. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Akzeptanz überall geschaffen werden kann, mit jedem System, ob es da Closed Source, Open Source. Es ist einfach von der Ausbildung abhängig, von den Schulungen, die Lehrpersonen erfahren, wie gut diese Betreuung vor Ort, glaube ich, gegeben ist. Und das ist das Um und Auf und auch die Chance von Open-Source-Lösungen, glaube ich, dass es halt nicht immer Apple, Microsoft oder dergleichen sein muss, sondern wenn man es gut vor Ort vorbereitet, glaube ich, kann man immer Akzeptanz schaffen. Und wenn die Lehrkräfte auch einigermaßen gut geschult sind, ist die Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern das kleinere Problem. Die sind meistens auch flexibler als die Lehrkräfte. Sehr spannend, ja. Also in dem Sinn fast eigentlich, also so das Fazit von euch, fast egal welches Gerät man nimmt, wenn es gut eingeführt ist, dann sollte es gehen. Das denke ich schon, ja. Merci vielmals. Dann eine weitere Rückmeldung ganz genereller Art, also jetzt ohne jetzt, was denkt ihr, auf was sollte man sich als nächstes fokussieren? Eben gibt es klare Tendenzen, wo man sagen kann, da sind, gibt es, wie soll ich sagen, Best Practice, oder ist es wirklich so, jeder, viele Wege führen nach Rom, spielt es gar keine Rolle, wie man es macht, man muss es einfach gut schulen beispielsweise. Ja, also mir geht einfach durch den Kopf, dass es entscheidend ist, was soll überhaupt gelernt werden, also was ist der Bezug zum Beispiel zum Lehrplan. Und dort sind ja die Kompetenzen beschrieben, auch im Bereich von Informatik und neue Medien, oder? Und deshalb glaube ich schon auch, dass das Device nicht so eine Rolle spielt. Und ich persönlich habe einfach meine Bedenken, dass wenn ich einmal bei Apple bleibe oder einmal bei Microsoft bin, dann bin ich fast lebenslänglich gezwungen, dort zu bleiben, weil ich mich entsprechend organisiere in dieser Welt. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr unsicher, beziehungsweise tendiere stark dazu, dass man eben ganz im Sinne auch dieser Tagung die Offenheit auch lebt, auszuhalten. Mhm. Und eben diese Mündigkeit auch versucht zu thematisieren. Jetzt ist mir aber völlig klar, dass man das je nach Zyklus natürlich auch in einer Art Kaskade entwickeln muss. Hin zu immer mehr Offenheit, aber immer orientiert die Gerätefrage an den Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs. Merci vielmals. Ja, vielleicht dazu noch eine Anmerkung aus, jetzt eben wieder eine Erfahrung aus der Stadt Bern. Mhm. Ich denke, gerade was in dem Sinne nicht passiert ist in der Stadt Bern, ist zum Beispiel die große Abhängigkeit zu Apple. Klar, wir haben eine Abhängigkeit, was die Endgeräte anbelangt.
die ganze inhaltliche oder die ganze Plattform, wo die Schülerinnen und Schüler inklusive Lehrpersonen und auch Erziehungsberechtigte darauf arbeiten, die ist aber ja bei uns browserbasiert. Wir haben dann auf den iPads gewisse Apps, die diese Browser quasi ersetzen. Aber wir haben jetzt auch, insbesondere aus der Thematik, dass Notebooks doch insbesondere bei den Lehrpersonen sehr gefragt sind, haben wir jetzt auch eine Kombination mit dem Lernstick, wo man dann auch wieder browserbasiert auf diese Plattform zugreifen kann. Ich denke, da muss man sicherlich noch ein bisschen unterscheiden zwischen Endgeräte und den entsprechenden Lehrplattformen, die dann auch eingesetzt werden. Das ist interessant. Vielen Dank für den Input. Ich hätte da auch noch etwas, also was für mich auch noch, was ich auch noch als wichtig erachte, ist, dass neben der Hardware, welche möglichst viel Offenheit bietet, dass ich denke, wenn man ein Laptop hat, kann man den sowohl mit Linux als mit Windows auch so betreiben und ist da ziemlich frei, wo man bei Tablets relativ stark gebunden ist an das Betriebssystem, natürlich über Browser mehr machen kann. Und dann die andere Sicht, dass man bei den Daten und auch bei den anderen Tools möglichst offene Software verwenden sollte. Also ich denke mal da an Geoinformationssysteme, zum Beispiel QGIS und auch das Arbeiten natürlich mit offenen Daten, auch zum Beispiel im Geoinformationsbereich mit OpenStreetMap. Super, ja, merci vielmals fürs Feedback. Also dass man mit Open-Source-Tools in dem Sinne auch auf allen Geräten arbeiten kann. Genau. Sehr gut. Ja, jetzt sehe ich gerade, es ist schon 10:55. In dem Sinn, ja, kurze Stunde war das, ehrlich gesagt, für mich. Ich hoffe, es war für euch auch kurzweilig, und aber auch dennoch lernreich. Ich schlage vor, wenn ihr noch Feedbacks habt, könnt ihr gerne ganz frei auf diesen Folien noch eine Folie erstellen und eure Erfahrung eingeben. Ihr könnt die Inhalte beliebig weiterverwenden, also nennen wir es mal Creative Commons Zero, die Inhalte. Ihr könnt wirklich in dem Sinn, ja, wenn ihr das damit anfangen könnt, die weiter nutzen. Mich persönlich wird das Thema weiter beschäftigen, einfach aus persönlichem Interesse. Und ja, werde mich vielleicht auch im nächsten Jahr wieder mit dem Open Education Day oder wie auch immer dazu unterhalten. Ronny und ich sind sowieso im Kontakt, von dem her. Ja, vielen Dank für euren Beitrag und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch mit dem Tool jetzt, mit dem Big Blue Button in den einzelnen Breakout-Sessions. Hat teilweise geklappt, teilweise noch nicht so. Ja, so lernt man Learning by Doing.